Moin Leute, schön euch mal zu sehen. Naja, eigentlich seht nur ihr mich, ich nicht euch, aber lassen wir es mal so stehen. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt nach so einem Jahr fast verstrickt ich, dass ich mal wieder vor die Kamera trete. Das war ja irgendwie nur in den Anfangsvideos und ja, die waren auch irgendwie so krass gestellt, dass ich irgendwie jetzt auch mittlerweile mir ehrlich gesagt nicht mehr angucken kann. Wenn ihr die noch nicht kennt, bleibt dabei, ja. Ja, also, ich möchte mit euch so einen Stricklog eigentlich machen. Das heißt, ich möchte euch mitnehmen so über die ganzen Projekte, die ich so mache. Ich versuche mich ja auch so ein bisschen als Strickdesignerin, aber mit freien Anleitungen, weil ich der Meinung bin, dass wirklich jeder Zugang dazu haben sollte. Irgendwie, ich möchte jetzt keine Kohle damit machen oder so. Ich stehe einfach nur hart auf Stricken. Und ich zum Beispiel bin ein Typ, ich nehme nicht unbedingt Geld für Anleitungen in die Hand. Ich habe mir dann Ewigkeiten irgendwie die Sachen einfach ja angelernt, würde ich mal sagen. Ich habe mir die Sachen angeguckt, die ich irgendwie cool fand, habe gedacht, okay, wie kriege ich das irgendwie hin? Das war so viel Trial and Error und ich habe so viel Bockmist dabei gebaut, dass ich mir dachte, eigentlich wäre es doch mal mega, wenn man einfach Anleitungen for free published. Also so, dass jeder Zugriff drauf hat. Ja, also so der Plan. Und ja, das, so auf diese Reise möchte ich euch gerne mitnehmen, plus einfach auch noch so, was mache ich alles gerade, ne? Also so einfach wirklich richtig stricktagebuchmäßig. Und heute starten wir mit dem No Waste November. Den habe ich diesen Monat ins Leben gerufen, weiß wahrscheinlich auch keiner, habe ich ein bisschen bei Instagram zu was zugepostet, aber auch nicht mega lange, denn das hat sich irgendwie ziemlich schnell als ordentlich anstrengendes Projekt irgendwie herausgestellt. Aber erstmal, was ist eigentlich der No Waste November? Ich hatte irgendwie das Problem, ich wollte irgendwie diese ganzen Wintersachen mal anfangen. Ne? Also Socken stricken, Mützen stricken, Stirnbänder, Pullis, was es nicht alles so gibt. Ich habe zwei Kinder, das heißt, die wollte ich auch noch am besten von oben bis unten einkleiden. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass mein ganzer Schrank voll ist mit Wolle. Also ich habe hier hinter, das sind 1,20 Meter mal 1 Meter plus, ich weiß nicht, 40 Zentimeter tief, quillt über vor Wolle. So, und ich dachte mir, das geht so eigentlich nicht. Ich muss eigentlich erstmal meine gesamten Wollstock irgendwie loswerden, irgendwie verstricken. Und habe dann gesagt, ey, mache ich jetzt einfach mal diesen Monat im November. No Waste November passt ganz cool. Ja, und habe da angefangen mit. Und ja, erstmal ganz classy mit Spüllappen, zeige ich euch mal. Habe ich hier einmal so ein verstärkten Spüllappen gemacht. Ich gucke immer ein bisschen nach unten, damit ich sehen kann, ob ich euch das auch richtig zeige. Und dann noch einmal ne, kraus rechts. Ganz einfaches Ding. Dann habe ich aber auch zwei Spüllappen gemacht. Zwei Knäuel Baumwolle verbraucht. Der ganze Schrank ist noch voll und ich hatte keinen Bock mehr. So. Dann habe ich mir gedacht, ich habe so viele Einzelknäule, weil meine Mama hat einen Wollladen und immer wenn irgendwie eine Charge rausgeht oder eine Wolle weggeht, dann hat sie einfach ganz oft noch so Einzelknäuel über. Die kriege ich dann immer abgegriffen, was prinzipiell total cool ist. Aber ganz ehrlich, wie viele Projekte gibt es, wo du irgendwie ein Knäuel Wolle für brauchst? Und ich habe halt auch super viel verschiedene in Struktur, Farbe und allem. Also ich mir dachte, okay, ich suche mir jetzt mal ein Projekt, mit dem ich genau dieses Problem irgendwie aufgreifen kann. Und dachte mir irgendwie, momentan geht vom Petit nicht dieser Sophie Shawl ist es, glaube ich. Also nicht der Scarf, sondern die größere Variante davon, irgendwie hoch und runter. Und der ist ja super simpel gestrickt. Ne? Du hast ja einfach irgendwie kraus rechts, irgendwie mit einem Eichhörnchenrand, mit Zunahmen, Abnahmen. Also das ist ja eigentlich ein geiles Projekt, um da mal, einen Schal draus zu machen aus deinem Restgarn. Und habe das Ding angefangen. Und ich hatte, ich habe es hier ganz artig aufgerollt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder kennt. So, wie so ein Croissant. Und habe hier erstmal eine total schöne Wollkombination auch gefunden. Das ist die Claire. Die gibt es gar nicht mehr. Ne? Die ist von Bremont. Das ist so eine ganz kleine Firma hier aus der Ecke. Da ist der Mann irgendwann, also der Leiter irgendwann gestorben. Dann wurde die ganze Firma dicht gemacht. Total schade. Weil wirklich wunderschöne Wolle, die sie hatten und ich traue dem total nach. Plus, ich weiß es nicht mal mehr, was das für ein zweites Garn ist. Es ist so ein ganz kleines, ich mache das mal in die Kamera. Opa, ich muss die mal auseinander frupseln.
Kann man das sehen? Es ist so ein ganz feines, leuchtendes Garn. Richtig, richtig schön leuchtend Aquamarin. Und zusammen hat das so eine... Sorry. Autofokus hier. So eine wunderschöne, leichte Kombination irgendwie ergeben. Und ich war so begeistert von diesem Schal. Also von diesem Anfang, dass ich das gar nicht mehr irgendwie toppen konnte. Ich habe dann von lang die Donegal rangehängt. Und ihr seht schon, es ist ein ganz, ganz anderes Maschenbild. Plus... Ich habe hier so eine richtig geile Welle reingekriegt, weil ich die, ich habe die Zunahmen, mich schön in die Mitte gesetzt und nicht, wie man es dann wahrscheinlich macht, das ist halt dieses, ich lerne mir das selber an und kaufe mir nicht die Anleitung, schön blöd, schön an den Rand. Wenn man die an den Rand setzt, dann hat man höchstwahrscheinlich, denke ich mal, nicht diese blöden Beule. Und diese Kombination, ich weiß auch nicht. Mir hat sie einfach so überhaupt nicht gefallen, dass ich das Ding auch, ich habe gar keine Nadeln mehr drin, einfach gekappt habe und gesagt habe, nee. Und jetzt bin ich total am Überlegen, was mache ich mit diesem Garn, weil diese Kombination finde ich wirklich total schön. Ich dachte schon, ob ich nicht irgendwie so ein Stirnband draus mache. Die finde ich eigentlich ganz geil. Weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Idee, was man daraus machen kann. Für mich war es jetzt aber irgendwie so, ja gut. Habe ich jetzt nochmal 2 Knäule Wolle verstrickt und irgendwie ist es trotzdem nichts geworden. War so der zweite Flop aus No Waste November und es war ja irgendwie so jetzt gar nicht so der Plan, den ich haben wollte. Ich wollte jetzt nicht meine Wolle stricken und danach irgendwie auf die Idee kommen, ja, habe ich quasi in den Müll gestrickt. Das soll jetzt ja irgendwie auch nicht so sein. Ich habe noch ein anderes total cooles Projekt, was ich jetzt nicht nur im No Waste November quasi gestrickt habe, was aber eigentlich mega ist, um seine Restknäule zu verstricken. Und das ist... Da-da-da-da. Das ist immer so geil, wenn man damit anfängt. So. Sorry. Mein Schlänkchen. Die Lieblingsfarbe von meinem Sohn ist rot. Und er wollte unbedingt eine rote Schlange haben. Ich denke mir, ich stricke ihm jetzt keine rote Schlange, fand ich irgendwie jetzt... Ganz ehrlich, ein bisschen zu langweilig. Und jetzt habe ich hier einfach aus meinen Rest-Baumwollknäulen, die ich hatte, so eine Streifenschlange gestrickt. Und, muss ich ein bisschen näher kommen, die hat jetzt hier in jedem Glied immer ein anderes Muster. Hier das ist ein Piqué-Muster, dann ein ganz einfaches links-rechts gestreiftes Muster, so ein Dreiecksmuster, einfach... Sieht man gar nicht richtig. Schade, Schokolade. Ja, auf jeden Fall habe ich immer jetzt pro Farbe einfach ein anderes Muster genommen, was total cool ist, um es zu stricken. Also es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht, gerade weil du dir wirklich alle 20 cm so überlegst, was kann ich eigentlich jetzt irgendwie neu machen. Problem ist nur, mir ist irgendwann meine Füllwatte ausgegangen und ich habe hier noch Plastikfüllwatte für benutzt. Möchte aber keine Plastikfüllwatte mehr haben. Und jetzt habe ich mir so eine Baumwolle, also so quasi rohe Baumwolle geholt. Problem ist einfach, die ist krass schwer. So, und wenn ich das ganze Ding jetzt weiterhin mit Baumwolle fülle, dann ist das die absolute Totschlägerwaffe plötzlich, also Totschlagwaffe für meinen Großen. Also das ist für meinen großen Sohn. Ich habe ja noch einen Kleinen, der ist ein Jahr alt. Das könnt ihr euch vorstellen, mit so einer Riesenschlange, die er dann... Einmal auf den Kopf und dann ist das Geheul groß, sodass das jetzt auch wieder liegen bleibt. Also ich habe irgendwie ging dieser No Waste November los mit so diesem, ey, ich starte das jetzt und ich kriege meinen ganzen Wollstock raus und ja, bisher ist nichts passiert, bisher ist es gefühlt nur mehr geworden. Ich habe noch ein paar Lütte-Projekte gemacht. Ich gehe jetzt einmal so ein bisschen mit euch durch. Was habe ich gemacht? Was habe ich noch vor? Ich weiß nicht, ob ihr mir, wenn ihr mir bei Instagram folgt, ich habe mir so richtig schöne Wolle gekauft von Rowan. Das ist die heißt Pure Wool Superwash Worsted. Bester Name. Ist einfach wirklich eine reine Schurwolle, die man aber waschen kann. So, und daraus wollte ich mir ein Cardigan stricken. Ich hatte so ein, ich setze euch da ein Bild rein. Ich hatte so einen schönen langen Cardigan, den habe ich mir bei C&A gekauft. Natürlich 100% Plastik. Habe ich mir gedacht, nee. Nach 2 Jahren war der so völlig auf, dass ich mir gedacht habe, den stricke ich mir nach. Der ist wunderschön. Habe dann das ganze Internet durchforstet nach
ja, einfach in der passenden Farbe. Das ist so bescheuert. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht, so was für eine Wollqualität. Ne? Ich habe nur ungefähr gesagt, okay, auf 3,5-4 mm Nadel muss das gehen, aber habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, so, ja, welche Struktur hat die Wolle, welches Gewicht hat die Wolle, und habe mir dann über ein Kilo von dieser reinen Schuhwolle geholt, hab dann munter drauf losgestrickt, ich glaube, sieht man nicht, bis knapp unter Hintermittel gekommen, das Ding dann angezogen, und das war so, jetzt habe ich mir Gewicht auf die Schulter gelegt. Und mir so, nein, sorry, das geht gar nicht. Irgendwie, ich habe 11 Knäule Wolle davon gekauft. Aber ne, das war ein langer Cardigan. Ne? Der sollte noch bis unters Knie gehen. Wenn ich mir da, also ich glaube 1,1 Kilo, glaube ich, wäre es wirklich gewesen, angezogen hätte. Erstmal hätte der mir, also der wäre einfach so lang geworden, dass der wahrscheinlich irgendwann bei meinen Knöcheln geendet wäre. Und der war so warm. Also, ich wohne nicht in Sibirien, ich wohne zwar in Norddeutschland, aber wir haben jetzt nicht so die krassesten Temperaturen. So, ja, das Projekt musste ich leider an den Nagel hängen. Warte, ich hab was noch davon übrig, habe ich noch da. Hier, also das ist jetzt wirklich nur noch das letzte Stück, hier mit Ärmeln, so. Ich glaube, er geht mir jetzt noch knapp unter die Brust. Denn was ich gemacht habe, ich habe was Neues draus gestrickt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so frustrierend. Das heißt, ich habe, was weiß ich, wie viele Stunden in diesen Cardigan gesteckt, um rauszufinden, er ist es nicht. Und dann habe ich alles wieder, nicht aufgeribbelt, sondern ich habe jetzt etwas anderes aus diesem Cardigan gestrickt. Das heißt, mein Wollknäuel war dieser Cardigan. Und es war so eine frustrierende Arbeit, immer weiter zu sehen, wie so in quasi Zeitlupe alles aufgeribbelt wird. Das ist so, ich weiß nicht, es gibt ja diese Ribbelvideos, ne? Und du denkst dir immer so, ei, 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 ei. Das ist fast schon Folter. Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr sitzt da, strickt euer Strickstück und habt so dieses Zeitlupenaufribbeln. Ich bin quasi gestorben. Aber bin guter Dinge. Ich habe jetzt eigentlich für meinen kleinen Sohn ein Pullover gestrickt. Und da so richtig schön schlau, also ich bin dabei, ne? Und habe mir die Maschenprobe, ganz fein, weil ich habe ja schon super viel gestrickt, aus meinem Cardigan genommen, habe aber ein anderes Muster benutzt. Ja, so richtig bescheuert. Gerade, ich habe mein Cardigan in Reihen gestrickt. Ich stricke diesen Pullover in Runden. Erstmal, das funktioniert gar nicht. Plus, der Cardigan ist in glatt rechts. Das hier ist ein doppelten Perlmuster. Ja, also was, ich weiß nicht, was ich haben wollte. Ich glaube, 27 cm in der Breite hat jetzt fast 35 cm. Ist alles gut. Ne? Ich habe einen großen, der das tragen kann. Aber das sind so Sachen, ich habe immer das Gefühl, ich werde aus meinen eigenen Fehlern nicht klug. Ne? Ich habe da ein Video zu gemacht, wo ich angeprangert habe. Ey Leute, macht eine Maschenprobe. Macht die Maschenprobe richtig. So. Naja, ich hoffe, ich habe jetzt draus gelernt. Aber prinzipiell ist es das erste Projekt, wo ich wirklich denke, es ist erfolgsversprechend. Es ist nämlich einfach ein, zeige ich das mal, ein ganz schlichter, also es wird ein ganz schlichter Raglan-Pulli. Hier haben wir ein ganz einfaches Rippenbündchen, dann doppeltes Perlmuster als Muster. Und ich habe in die Seiten nochmal so eine Passe gesetzt. Das sieht jetzt noch ganz krummselig aus. Ne? Ist noch nicht das Wasser gezogen und nix. Wo ich einfach hier zwei linke Maschen, eine mittlere rechte Masche und nochmal zwei linke Maschen. Also zwei, die mittlere rechte Masche ist von zwei linken Maschen jeweils eingefasst. Und das werde ich jetzt über die Raglan-Passe, also hier rüber quasi weiterführen. Und hier unten am Arm. Und da drin verstecke ich dann die Zunahme. Beziehungsweise hier dann die Abnahme. Und ich glaube, das wird ganz hübsch. Sind mal gespannt. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob mein Sohn jetzt unbedingt die Farbe steht. Aber es muss. Okay, er ist 3 Jahre alt, er hat noch nicht mitzureden. So viel zu diesem Thema. Es ist so frustrierend. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Also
es gibt bestimmt einige unter euch, die das vielleicht auch schon mal hatten. Ich bin wirklich so, ich bin jetzt wenigstens ganz glücklich, dass da jetzt was Ordentliches bei rumkommt, hoffentlich. Ich glaube, ansonsten drehe ich mich im Grab um. Das ja, aber ist auch nicht so, dass ich danach nicht noch 5 Wolkenleute davon habe. Also ich muss mir noch ein paar andere Projekte aussuchen. So, dann habe ich, für meine Kinder habe ich so Balaklavas gemacht. Dazu schreibe ich auch gerade eine Anleitung. Didi, das ist jetzt die Babygröße. Das ist meine Bi-Balaklava. Die ist eigentlich super simpel gestrickt. Und die ist zum Schluss drauf gestickt. Also das ist jetzt hoffentlich keine große Kunst. Ich finde die eigentlich total niedlich. Und ich muss jetzt meinen Sohn bald zum Kindergarten mit dem Fahrrad fahren. Deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich brauche ich auch eine Mütze. Ich habe nämlich nur so eine Mütze, die habe ich vor 3 oder 4 Jahren gestrickt. Und mittlerweile ist die einfach schon so auf, dass die mir ins Gesicht rutscht. Da hilft auch eigentlich kein Waschen mehr und nichts. Ich müsste entweder mal ein elastisches Band einziehen, aber dazu bin ich irgendwie auch... Nee, so Arbeiten sind irgendwie nichts für mich. Und deswegen hatte ich mir gedacht, ich stricke mir auch eine Balaklava. So, jetzt ganz ehrlich, ich sehe viele Frauen damit rumlaufen so, und ich glaube so mit Pony und so, das würde prinzipiell laufen. Also ich würde nicht ganz kacke aussehen, hoffentlich. Hab mir aber gedacht, so ein Bienchen ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt für mich tragen wollen würde. Und habe eine wunderschöne Anleitung gefunden, die auch frei war. Die heißt Feehut. Ja, also Fee wie Fee und Hut wie Kapuze. Und habe die jetzt angefangen zu stricken aus einem Restgarn, aus einem Restknäuel, was ich hatte. Das ist die Enya von Lang, das ist auch eigentlich eine relativ neue, die hatte meine Mama mir so zur Probe gegeben. Ja, bin jetzt bei der Hälfte angelangt und auf einmal fällt mir auf, yay, so ein Knäuel reicht gar nicht dafür. Ich hatte gedacht, ob ich hier die Bündchen, das wird mit so einem doppelten Rippenbündchen oben, also hier am Halsausschnitt quasi gestrickt und unten nochmal mit einem einfachen Rippenbündchen, ob ich die nicht, ich habe noch so ein halbes Knäuel Kaschmir, ob ich, oder vielleicht ist es auch ein ganzes, ob ich das damit mache. Aber ich komme da alleine. So. Ich komme mit diesem Knäuel nicht mehr hin. Ich habe jetzt hier... Ne, und jetzt sehe ich gerade aus wie so eine Bauersfrau. Ich könnte mir das hier vorne zuschmeißen, dann habe ich ein Häubchen. Aber das war jetzt ehrlich gesagt nicht der Plan. Das heißt, ich habe jetzt noch ein Projekt, was ich nicht fertigstellen kann, weil es ja gerade darum ging, alte Wolle zu verbrauchen und nicht neue Wolle einzukaufen. Ja, ich höre meine Mutter im Hintergrund sagen, die immer sagt, ach, ich finde das so schön, wenn da Kunden bei mir reinkommen und sagen, oh, ich stricke jetzt erstmal meine Reste weg, weil ich dann genau weiß, dass die wiederkommen, weil die zu wenig Wolle haben von den Sachen. Und ich denke, ja, Mama, komm, red mal, ne? Ich kann das viel besser so. Und ja, das ist das dritte Projekt, glaube ich, von dem ich euch erzählt habe, wo die Wolle nicht reicht. Ne? Ja, Mama, du hattest recht. Das habt ihr nie gehört. Oh Mann, ja. So, Themenwechsel. Ich weiß nicht, kennt ihr Ina Jan? Ich kannte Ina Jan bis heute Anfang des Jahres nicht, konnte man auch nicht kennen. Ina Jan ist eine neue Firma, die sitzt irgendwo in Süddeutschland und ich fand deren Konzept prinzipiell mega geil, denn sie verkaufen regionale Merino-Wolle. So, und ich kenne normalerweise Merino-Wolle nur irgendwo aus Neuseeland, Südamerika, whatever. Und so dieses ganze Thema Regionalität, ökologischer Fußabdruck und so, dachte ich mir, voll gut, ja, du kriegst Merino-Wolle aus Deutschland. So, habe ich mir Merino-Wolle von Ina Jan geholt. Und ich stricke so kleine Kuscheltierchen. Ich habe mir natürlich keins mitgenommen. Südkönigchen. Ah. Ich stricke kleine Kuscheltiere. Und die Kuscheltiere, das hier ist jetzt aus Baumwolle. Habe ich zuerst aus Baumwolle gestrickt, aber ich weiß nicht.
Seht ihr das? Oh, ist voll überlichtet hier vorne, ne? Sorry. Das ist einfach schon, das hat so, ich habe es einmal gewaschen und es hat so ein Waschpeeling und die ganze Farbe ist irgendwie ausgewaschen, würde ich mal sagen. Und dann habe ich mir Merino-Wolle geholt. Die Merino 120 von Lang. Ist prinzipiell eine total geile Wolle, ist halt auch super wash, das heißt, du kannst sie einfach mit in die Waschmaschine packen. Aber ich glaube, die kommt aus Neuseeland. So, und ja, ich habe mir jetzt, wie gesagt, Baumwolle geholt, noch zum Füllen, ne, anstatt von Plastik. Bin also irgendwie so ein bisschen auf dem Trip, dass ich versuche, so ein bisschen ökologisch zu sein. Okay, ich weiß, Baumwolle ist jetzt auch nicht, kommt jetzt auch nicht von nebenan, aber immer noch besser als Plastik. Aber ich dachte mir, support your local. Ich hole mir Wolle von einem kleinen regionalen Händler, total cool. Ja, aber niemand kennt Ina Jahn. Und das größte Problem ist, also ich liebe diese Wolle. Ich habe hier noch so ein kleines Restknäuel. Die hat so einfach eine mega geile Struktur. Das ist jetzt so ein dreifädiges von denen. Ich kann total cool damit Kuscheltiere stricken. Aber weil niemand die kennt, weiß sie nicht, ob sie weitermacht. Das ist so traurig. Ja, ich hasse Werbung machen eigentlich, aber vielleicht guckt sie euch mal an. Ich würde so gerne aus ihrer Wolle meine Kuscheltiere stricken, aber wenn sie jetzt irgendwie am Ende des Jahres sagt, was weiß ich, nächstes Jahr sagt, oh nee, das lohnt sich hier alles nicht. Ich hänge den Laden an Nagel, stehe ich hier leider schon wieder. Also, dann muss ich mir halt wieder neue Wolle suchen. Ist alles gut so, aber ich war einfach, ich weiß nicht, ich war so gehypt von ihrem Projekt, dass ich jetzt irgendwie so tief traurig bin, als sie mir erzählt hat, so, dass das Ganze irgendwie nicht gut läuft, weil irgendwie niemand sie kennt. So. Okay, mich kennt auch niemand. Wenn ich jetzt irgendwie sage, so, ihr guckt euch mal Ina Jahn an, kommt wahrscheinlich auch keiner drauf los. Aber ich versuche es. Ich versuche es. Und schwierige Überleitung, schlechte Überleitung, ich weiß es nicht. Ich habe aus Ina Jahn, aus der Merino, kleine Babyboots gestrickt. Es ist eine freie Anleitung von einem Blog, der leider nicht mehr gepflegt wird. Leider, leider, denn diese, also ich weiß nicht, der hat irgendwie drei Projekte drauf. Ich schmeiße euch den Blog unten rein, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie die heißt. Und die drei Projekte, die sie da drauf hat, sind auch wirklich total schön, also drei freie Anleitungen. Mein Problem ist, ich habe die schon mal gestrickt für meinen jetzt großen Sohn. Es gibt die nur in einer einzigen Größe. Also sie sind total schön. Ein bisschen hier Product Placement, glaube ich, ne. Mit so einer krausen Sohle, ganz einfachen Abnahmen und so einem ganz simplen Bündchen, ne? Aber irgendwie durch die Einfachheit bestechen die irgendwie. Ich finde die so schön, aber leider falsche Größe. Und es gibt leider nur diese eine Größe. Und ich weiß, dass ich, als ich die vor 3 Jahren gestrickt habe, genau vor dem gleichen Problem stand. Sie hatten einfach nicht die passende Größe. Ich weiß nicht, meine beiden Kinder sind im Sommer geboren, so die haben die halt im Winter gebraucht. Und ich weiß nicht, jetzt wird mein großer anderthalb, mein kleiner anderthalb, so, und die Größe, die sie da hat, ist irgendwie für ein halbes Jahr. So. Wir machen hier einmal eine kleine Pause, denn meine Kamera nimmt nur eine halbe Stunde auf. Also das ist ungefähr für ein halbes Jahr alt und ist einfach viel zu klein. Also habe ich mir jetzt gedacht, ich nutze jetzt einfach mal die Chance, dass der Blog nicht mehr geführt wird und ich diese Schuhe so nice finde, dass ich jetzt versuche, die umzuschreiben und in 4 verschiedenen Größen irgendwie nochmal umzuschreiben und zu stricken, damit, wenn ihr dieses Problem habt, einfach das quasi nicht habt, nicht mehr habt. Ich löse eure Probleme. ich habe jetzt schon eine kleine Babyversion gemacht. Ist sie nicht schnuckelig? Warte, ich halte sie euch daneben. Das ist, ich bin ganz begeistert. Sie ist so süß. Sie ist so klein. Ich weiß nicht, wenn ich sie auf meinen Handteller packe. Ich bin ein bisschen sentimental. Wenn ihr Beginn habt, versteht ihr es vielleicht. Sie sind so winzig, diese kleinen Schüchen. Ne? Meiner, der mit anderthalb, der hat größere Füße als das. Ich glaube, ein Drittel größer. Und ich stricke jetzt gerade an der dritten Version. Das ist quasi von 12 bis 18 Monate.
um das nochmal zu vergleichen. Nee, ich glaube, jetzt fällt der Unterschied gerade noch nicht so doll auf. Nee. Ja, und ich bin ganz guter Dinge, dass das klappt. Und weil das Video-Tutorial habe ich dafür schon aufgenommen. Das geht irgendwann in den nächsten Tagen hoffentlich auch online. Eigentlich warten wir jetzt nur noch drauf. Eigentlich warte ich darauf, dass mein Mann das schneidet. Der ist unser Cutter. Und eine Anleitung muss ich jetzt noch, also ich bin jetzt, wie gesagt, bei der dritten Größe bei und ich muss jetzt noch die vierte Größe einmal nachstricken, um ja einfach zu gucken, ob ich das richtig gerechnet habe. Das ist jetzt auch, ganz ehrlich, ich schreibe eigentlich keine Anleitung. Ich mache das jetzt auch wieder learning by doing. Und ich hoffe einfach mal, dass das was wird. Ich werde dann auch wieder Teststricker mir holen. Das heißt, holen nicht. Also ich werde mir wieder eine nette Anfrage stellen, ob nicht jemand Bock hätte, das Ding zu stricken. Wir haben jetzt ja gerade das Wortverstörung, das Tutorial von Ferdinand rausgebracht. Und ja, das war dann auch irgendwie, ich würde mal sagen, unser Probeprojekt, aus dem wir auch viel gelernt haben. Denn dieses, es ist so ein kleines Schweinchen. Ich gehe gleich mal auf die Suche, das zu suchen. Ja, mein Kleiner meckert auch. Also ich suche Schweinchen, ich bin richtig gut vorbereitet heute. Ich suche das Schweinchen und werde einmal meinen Sohn ein bisschen beruhigen. Bis gleich. So, Kind beruhigt, Tee geholt, Schwein gefunden. Ich bin perfekt vorbereitet. So. Genau. Das muss ich gerade erstmal wieder rattern. Wo war ich eigentlich? Also wir haben zu Ferdinand ein Video-Tutorial gemacht und haben daraus auch viel gelernt, denn es ist so ein winziges Kuscheltier. Ne? Also ich meine, du strickst hier 60 Reihen hoch, 40 Maschen, ne? Und nähst im Endeffekt, ne? Ein bisschen ab. So, aber daraus ist ein 13-Teiler gekommen. Also irgendwie habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Also da sind wir ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, denke ich mal. Und haben uns jetzt gesagt, so für die zukünftigen Projekte wollen wir Einteiler machen, die ein bisschen besser schneiden irgendwie. Und auch andere Musik drunter legen. Also wir haben jetzt Lo-Fi benutzt und ist irgendwie, also ist schön entspannte Musik zum Lernen. Und da sind wir beide, glaube ich, so ein bisschen aus unserem Studium irgendwie nicht von losgekommen gefühlt. Es ist einfach nicht die richtige Musik, finde ich, für ein Tutorial. Und diese klassische Gitarrenzupfmusik, wo wir am Anfang beide gesagt haben, ach komm, nee, wir machen das nicht mit Gitarrenmusik. Alle machen das mit Gitarrenmusik. Wir sind anders. Ja, nee, vergiss das. Gitarrenmusik ist der Hammer. Also ich weiß nicht, beim vorletzten Video oder beim letzten Video haben wir dann Gitarrenmusik ein bisschen mit reingenommen. Und es war so, also ich hab immer so die Videos mir angeguckt und dabei gestrickt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meistens immer so ein bisschen nur drauf gehört, was ich gesagt habe. Und sobald die Gitarrenmusik kam, habe ich so direkt von meinem Strickzeug so hingeguckt und war so, oh, was ist das denn? Und dachte mir so, kacke, Gitarrenmusik, ja. Ja, also mal gucken, was da kommt. Mein Mann spielt Gitarre, also vielleicht hört ihr ihn bald hier ein bisschen rumzupfen. Ich meine, ich fände es cool, so mal gucken, ob er sich da irgendwie drin verwirklichen kann und seine Gitarre mal wieder rausholt. Denn seitdem wir Kinder haben, ist das so ein bisschen hinten angeblieben. Also so viel dazu. Und ich glaube ganz ehrlich, das war's für heute. Also ich glaube, ich brabbel euch wahrscheinlich auch schon eine Dreiviertelstunde wieder zu. Ich habe gar nicht genau hingeguckt. Das war der erste Vlog von mir, beziehungsweise Stricktagebuch, Strickblog. Ich weiß es noch ehrlich gesagt gar nicht, wie das Ding nenne. Verschnack dich, glaube ich, hat mein Mann gesagt. Ich glaube, wir nennen es Verschnack dich. Verstrick dich, Verschnack dich, kommt ganz gut. hat mich gefreut, euch mal zu sehen. Und nicht immer nur meine Hände quasi darzubieten. Einfach auch mal so ein bisschen frei Schnauze, ein bisschen zu erzählen, was hier eigentlich so nebenbei auch abgeht.
Ja, schreibt mir immer gerne, also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, was ihr euch vielleicht auch wünscht, was als nächstes dabei rumkommen soll. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Kraut und Rüben gemacht, so was sind meine Projekte, was habe ich noch vor, was ist eigentlich so nebenbei irgendwie passiert. Und ja, wenn ihr da Bock irgendwie auf eine bestimmte Richtung habt, schreibt es mir gerne. Ansonsten würde ich so weitermachen und einfach machen, worauf ich Lust habe. Ja, das Einzige, wo ich jetzt definitiv noch weiß, das wird besser, ist dieser Hintergrund. Er ist einfach viel zu weiß. Das ist so dieses Problem von, wir sind minimalistisch und Deko ist nicht so unser... also ganz ehrlich, ich sage immer unser Ding. Also Deko ist nicht so mein Ding. Ich glaube, mein Mann dekoriert lieber als ich. Nee, ist auch gelogen. Eigentlich dekorieren wir beide nicht gerne. Aber ich bin schon echt stolz darauf, dass ich es geschafft habe, hier so einen Blumenstrauß hinzuschmeißen und so einen Hirsch. Und ja, aber irgendwie sieht das Ganze irgendwie noch so ein bisschen nach Arztpraxis aus, würde ich mal sagen. Also versuchen wir mal bis zum nächsten Mal da so ein bisschen Farbe reinzukriegen. Vielleicht so ein paar Vorhänge. Ich weiß nicht. Ich werde mir noch mal ein paar Videos angucken von Menschen, die wissen, wie man dekoriert. Ja, so viel dazu. Sorry, ich schweife schon wieder ab. Schön, dass ihr mit dabei wart und ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Gott, der ist Finger. Ich weiß nicht, Kette Swaps? Ich finde kein Ende. Es tut mir leid. Ich sage jetzt tschüss.